Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe eure Rufe gehört. Ich glaube, ich habe euch Ace schreien hören. Nein, weiß nicht. Ich habe einfach mal Ace jetzt eingepackt. Und wir gucken mal. Ein Doktor. Okay. Er ist erstmal da vorne und der. Nein, ist er nicht. Es ist gut, dass sie mit ihm wegrennt. Einigermaßen. Sie zumindest nicht hier durchs Fenster zurückgekommen ist. So, Lee bleibt gerade drüben. Yunjin Lee. Ich gehe von aus, sie wird retten. Es ist hier nirgendwo ein Generator. Er hat Tanata dabei. Tür auf. Ich glaube, er hat uns gerade alle erwischt. Tanata ist schon böse. Wobei, wenn einer verletzt ist, okay. Aber wenn mehrere verletzt sind, soweit ich weiß, stackt das ja. Das heißt, mit jedem Verletzten wird es schlimmer. Ich könnte mir vorstellen, dass er eine Aufgabe hat. Dass er die Leute auf Wahnsinn 3 bringen muss. Weil er hätte doch gerade eben schlagen können. Da gibt es eine neue Archiv... Also eine neue, in Anführungsstrichen, Archivaufgabe, dass man Leute zum Schrein bringen muss. Das macht sich halt super mit dem Doktor. Generator hat gefühlt null Fortschritt. Wenn er jetzt direkt zu mir kommt... Doch, schaffe ich. Hinterlass keine Kratzspuren. Okay, muss ich beruhigen. Bis du fertig bist, habe ich das Totem fertig. Dann kann ich dich heilen. Oder so. Kriegt ihr leeres Medikit zurück? Oh, die sind hier hinten an den Generator gegangen, ne? Ich glaube. Ich gehe woanders hin. Also ich habe zwei Totems weggemacht. Wenn die anderen jeweils eins wegmachen, ist auf jeden Fall die Notgefahr gebannt. Man sieht nicht, wo die sind. Ich würde sagen, die sind beim Haus irgendwo, oder? Ja. Ich
So, dann haben wir wahrscheinlich im Haus einen Generator. Dort vorne am Weg war, glaube ich, gerade einer, wenn ich das richtig gesehen habe. Wow, das hat mal abgefedert, der Boden. Nicht, dass wir uns jetzt gedreigent haben. Nein! Im Keller, Keller. Oh, ist leer. Geht wieder Richtung Keller zurück. Er blastet. Ich habe 3 Totems gemacht. Okay, das dauert jetzt halt einfach nur Ewigkeiten alleine am Gen. Mit 2 Verletzten. Er hängt halt leider immer wieder die gleichen auf. Interessiert ihn gar nicht. Er will einfach nur sein Pop hier draufhauen. So. Okay. Das war aber, glaube ich, kein Nöd, ne? Mike, wieso machst du nicht den anderen Ausgang? Oh nein, nicht Keller, Keller. Ich habe keine geliehene Zeit. Sie versucht zu springen. So, ich nehme einen. Mac hat einen genommen. Sie läuft Richtung Ausgang. Hier ist die Luke. Und jetzt Blutwächter. Das wäre ultra witzig. Wir haben es geschafft. Wir sind rausgekommen und wir haben sogar Nea noch gerettet. Doof jetzt für Mac. Aber wir haben Nea noch geholt. Wir sind nicht einfach rausgegangen, ja? Das möchte ich bitte, dass wir das betonen. Ich bin nicht einfach rausgegangen, obwohl ich es hätte tun können. Ich dachte mir aber, ich mache lieber das Tor auf.
damit der Killer auch ein bisschen Zeitdruck bekommt. Weil das Problem ist, wenn man das Tor auf 99 macht. Ja, man umgeht Blutwächter. Aber der Killer hat unendlich viel Zeit, noch die Leute umzuklatschen, die Leute aufzuhängen. Und so geht ihm halt auch dann wenigstens die Zeit aus und es sterben nicht noch unnötig Leute. Also das hat alles ein Plus, ein Für und Wider, sagen wir es so, mit den 99%-Toren. Ja. Ich glaube, man muss das ein bisschen situationsabhängig machen. Beim Trappy würde ich auch das Tor lieber ganz aufmachen. Wenn es auf 99 ist, er trappt dann das Tor, dann kommt ihr alle verletzt angelaufen und der Killer ist hinter euch, ihr kriegt das Tor nicht mehr auf und am Ende sterben alle. Es wäre nicht gut. Deshalb. Hier einfach mal aufgemacht und meine Mütze ist mal da und mal nicht. Also meine Cap. So, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Hoffe ich. Und bis dahin bleibt gesund und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bye, bye.